Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Du siehst, wir verschaffen uns heute noch mal ein bisschen mehr Stauraum in der Werkstatt. Und zwar sind das hier Regale, die man hochklappen kann, wenn man sie nicht braucht. Dann könnt ihr sie einfach unter die Decke klappen. Und wenn ihr halt eben was braucht, könnt ihr sie wieder runterholen. Könnt euer Werkzeug oder euer Finish oder was auch immer da drin steht rausholen. Und könnt es benutzen. Und habt auf jeden Fall viel, viel Stauraum geschafft. Ich werde euch zeigen, wie ihr das Ganze aufbauen könnt. Und wie man später an die Decke hängt. Das war bei mir ein ziemlicher Fail am Schluss übrigens noch. Komm runter jetzt, du scheiß Vollwicht. Ich werde am Schluss ein bisschen auch was zur Sicherheit sagen, denn ich will nicht, dass sich jemand von euch wehtut. Das auf keinen Fall. Wenn eure Werkstatt zu klein ist und ihr halt nicht so viel Stauraum habt, mein Stauraum ist mittlerweile auch ziemlich voll, dann ist dieses Projekt hier auf jeden Fall interessant für dich. Du siehst, was ich später noch alles reinräume. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Projekt. Wir werden jetzt mit dem Zuschnitt beginnen für dieses Deckenregal. Und dafür habe ich extra meine Hobelmaschine da hinten ein bisschen rüber geschoben, damit ich hier an Kreide eine komplette USB-Platte durchbekomme. Wir werden auch für dieses Projekt nur USB benutzen und ein bisschen Multiplex, das sind dann die Aufhänger. Aber ansonsten nicht viel mehr, weil es das günstigste Material ist. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die Breite ausmessen, wo das ganze Regal hinkommt. Und ihr seht hier dieses Regal. Das habe ich eben schon hinter der Kamera gebaut. Das soll da eigentlich hier kommen, aber da habe ich mich leicht vermessen. Deswegen hängt das jetzt hier oben. So, 66 breit. Was kann ich denn da messen? Alter, da passt schon gar nichts hier. Ja, das ist unsere Breite. Wir müssen aber ein bisschen breiter abziehen. Hier kommen nämlich noch solche Halter dran. Die bauen wir gleich. Die sind auf jeden Fall in meinem Fall 18 mm stark. Das seht ihr gleich. Das müsst ihr an eure Höhe dann einfach anpassen. Ich messe jetzt die Breite von meinem Anschlag mit dem Meter aus. Das liegt aber auch einfach daran, dass die Skala bei meiner Dichtmesssäge nur bis 60 geht. Ihr seht auch vielleicht auf der Kamera, dass ich hier einen Klotz untergespannt habe, denn ihr könnt nur bis 59,5 hier auf dem Tisch, da liegt der Anschlag auf dem Tisch auf, und alles was drüber ist, wird der Anschlag dann so ein bisschen runterkippeln. Deswegen habe ich einfach das Holz hinten untergespannt. Also 61. Aber noch ein kleiner Trick, falls das bei eurer Tischkreissäge auch so ist, gestaltet eure Projekte so, dass ihr das mit dem Anschlag schneiden könnt. Nehmt dann ein Maß, zum Beispiel 59 anstatt 60, das habe ich echt schon richtig oft gemacht, und baue das Ganze dann nach dem Maß. Ihr konntet jetzt gut sehen, dass ich die Platte dann am Schluss noch ganz knapp am Anschlag vorbeigeführt habe. Das habe ich nur gemacht, um die Nut und die Feder abzuschneiden. Wie gesagt, der Anschlag geht nicht so weit drüber, deswegen habe ich es auf diese Art und Weise gelöst. Merkt euch das mal, ist eine Variante. Wenn ihr vor allen Dingen solch große Stücke habt, habt ihr auch sehr viel Griffkraft. Macht das vielleicht nicht bei so kleinen Stückern, da könnte es ein bisschen gefährlich werden. Aber merkt euch, wenn ihr Masse an Material habt, was ihr da durch die Kreissäge schiebt, ist das was ganz, ganz anderes, wie als wenn ihr ein kleines Teil schneidet. Ein kleines Teil fliegt schnell mal weg. Aber wenn ihr eine komplette Buchenbohle durch die Kreissäge schiebt, dann muss die erstmal die Buchenbohle hochschmeißen. Ich erkläre euch das nächste Mal im Massivholzprojekt. Wir bauen ja im Prinzip eine einfache Kiste zusammen. Und dafür haben wir jetzt hier auch schon diese Seitenbretter auf Breite geschnitten. Hier sind aber auch noch die Nuten und die Federn dran. Die werden wir als erstes auf einer Seite abschneiden, damit wir sie dann gleich markieren können und direkt auf die passende Länge schneiden können. Bestimmt müsst ihr wie ich ein paar von diesen Kisten machen, und es ist wichtig, dass man es schnell zusammenbekommt. Ich benutze hier als erstes solche Winkelspanner, Eckspanner von Wolfcraft, die sind eigentlich ganz gut. So, damit können wir nämlich alles erstmal auf Position bringen, aber die spannen jetzt nicht so extrem, dass die einen Bohrer, mit dem man es vorbohrt, halten. Deswegen spannen wir das nochmal zusätzlich mit einer Schraubzwinge. Das würde ich euch auch echt empfehlen. Dann könnt ihr es nämlich rumdrehen und könnt vorbohren und anschließend verschrauben. Ich habe eben hier noch jeweils zwei Schrauben reingedreht. Das werde ich aber später am Schluss machen, denn dann kann ich
im Gesamten überall die restlichen Schrauben reindrehen. Ich habe jetzt hier noch zwei Seitenstücke zugeschnitten. Da habe ich auch einfach hier unten gemessen. Immer ganz wichtig, unten messen, weil hier oben habt ihr ja Flex in den Brettern. Deswegen messt hier unten den Abstand und es ist nicht so schlimm, wenn ihr da so 1-2 mm Unterschied habt. Das hier muss eh nicht so extrem genau sein. Oh, leck mich. Wie gesagt, auch hier wieder, eben habe ich unten direkt unter alles verschraubt, aber das dauert ein bisschen länger. Als erstes verschrauben wir hier oben, sonst seid ihr nur damit beschäftigt, das Teil die ganze Zeit rumzudrehen. Es kommen ja auch noch mitten Regale rein, damit ihr auch verteilt Zeug reinstellen könnt. Und die werden wir dann auch später im Nachhinein zusammen von hinten verschrauben. Und als nächstes kommen hier noch Trennböden rein. Dann markiere ich mir als erstes mal die Höhen, wo die hinkommen. Und nehmt euch da am besten einfach Zeug, das euch schon die ganze Zeit auf die Nerven geht. In meinem Fall sind das hier diese Brenner. Die stehen die ganze Zeit hier blöd in der Gegend rum und nehmen unnötig Platz weg. Und hier oben stören sie dann ein bisschen weniger und da werde ich eh nicht so oft rangehen an dieses Fach. Jetzt können wir uns nämlich hier dieses Zwischenbrett nehmen. Und können das auch als erstes mal wieder hier... Markiert euch einmal 6 mm nebendran, das könnt ihr per Auge abschätzen. Eine Mittellinie, damit ihr gleich wisst, wo ihr lang vorbohren müsst. Und dann auch einfach wieder vorbohren und festschrauben. Als nächstes soll hier noch Platz für meinen Exzenterschleifer sein. Das bedeutet, da brauchen wir so 18 cm. Ich jetzt mal schnell alles an den Hinterseiten verschrauben. Dafür mache ich mir einfach eine Markierung. Gerade ein paar Multiblack-Stücke zugeschnitten und das sind hier oben diese Winkel, die werden wir schnell zusammenschrauben und leimen. Da ist auch oben dieser Drehpunkt, das ist eine Schlossschraube, daran dreht sich das Ganze. Dazu habe ich mir das Stück hier zart in die Vorderzange eingespannt und jetzt bohre ich als erstes mal ein Loch vor. Jetzt kommt der Holzleim drunter. Und dadurch, dass wir das Loch jetzt schon vorgebohrt haben, wird sich die Schraube auch ihren Weg nochmal suchen und dann sind die Bretter wieder schön bündig. Das war Nummer 1. Als nächstes können wir jetzt unsere selbstgebauten Winkel hier holen, die wir gerade gebaut haben, und sie festschrauben. Das ist falsch, oder? So, das passt. Das ist richtig schön. So, einfach mal angesetzt. Dann können wir direkt eine Schlossschraube durchmachen und schlagen die einfach ein. Und hier sehen wir, da kommt die Schraube raus, da kommt erstmal eine Scheibe drunter und dann kommt noch eine Sicherungsmutter drauf, damit das auch nicht aufgeht. Natürlich müsst ihr das ein bisschen an euer Zeug anpassen, was ihr hier reinmacht. Ich werde jetzt nichts so Schweres reinmachen, da kommen vielleicht ein paar Sprühdosen rein, aber jetzt auch nicht wirklich mehr, denn ich will halt nicht, dass das Teil im Kopf liegt. Das müsst ihr halt bei euch anpassen. Das ist ganz wichtig. So, als nächstes müssen wir das Teil nur noch an der Decke festmachen. Ja, gucken wir mal. Wer von euch kennt das, wenn man am Schluss 5 Schrauben immer am Mund hat, dass man die Schrauben hat? Mein Vater ist Maurer, also ich kenne es glaube ich daher. Verfickte Füße, Alter. Das ruft mich auch noch an, ich raste nicht gleich aus. Oh, 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 oh. Ey, was ist denn das hier, Wichs? Oh, ist der Bohle verfickt. Ist der scheiß Balgemorsch? Ja, verfickte Holzbalge.
Ich habe es auch noch hinbekommen, da oben dieses Kackregal an die Decke zu hängen. Der Balken, ja, wollte nicht so, wie ich wollte. Aber jetzt können wir hier die Staublöcher mal runterlassen. Wie gesagt, ihr dürft da halt wirklich nicht so extrem schwere Sachen reinmachen. Aber wenn ihr da nicht ein paar Sprühdosen reinmacht oder irgendwie eine leichte Handmaschine, dann ist das echt eine feine Sache. Da bekommt ihr wieder ein bisschen Stauraum. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr was drin habt, stellt euch nicht direkt vor die Schusslinie, falls mal was rausfliegt. Hier so ein paar Dosen, vielleicht haben die in schlechten Tagen, dann fliegen sie doch mal raus. Das will ich euch nur noch mit an die Hand geben. Aber jetzt kann ich zum Beispiel hier meinen Schwingschleifer holen und kann den zum Beispiel mal hier reinstellen, dass der aus den Füßen. Ich kann hier ein paar Brenner reinstellen, denn von den Brennern habe ich echt ein paar. Die können jetzt alle mal da rein. Was ich euch nicht empfehlen würde, wäre halt sowas da reinzustellen. Das ist halt ein Einmachglas mit Leinöl und wenn das immer schief liegt, kann es halt sein, dass es irgendwann ausläuft. Deswegen würde ich das da nicht reinlegen. Was haben wir hier noch? Ich habe hier noch eine Gasmaske, die kann da rein. Hier die Wirtschrauben, die können da auch ruhig mal rein. Ihr seht, man hat echt ein gutes Stück mehr Stauraum. Man könnte das jetzt hin mit ein paar anderen Fächern auch noch machen. Also es ist halt echt praktisch in meiner Werkstatt, weil ich habe keinen Platz mehr an der Wand. Und so ist das im Prinzip wie eine temporäre Wand. Das Projekt ist jetzt zum Glück fertig. Mir gefällt es eigentlich ganz gut. Das Fach hier hängt ein bisschen schief, aber das werde ich jetzt nicht noch mehr abhängen. Ich habe ein bisschen mehr Stauraum gewonnen für so ein paar Handmaschinen auch auf jeden Fall. Und so ein paar Sachen, die ich einfach nicht so oft benutze. Dafür ist das richtig gut. Du kannst mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob dir das gefallen hat oder ob du dir das nachbauen möchtest. Wenn du das nachbaust, schau bitte, dass das echt stabil oben an der Decke hängt und dass das dann später nicht oben von dem Halter hier einfach so runterplumpsen kann. Denn gerade hier bei diesem Fach hier habe ich mir da auch ein paar Mal Gedanken gemacht, wenn das Ding runterkommt und ich stehe drunter, dann tut das schon ein bisschen weh. Es wird mich jetzt nicht umbringen, aber es tut weh. Auf jeden Fall, so ist das für heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt noch am Video dran geblieben bist und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao. Ich rasch da aus, ich schmeiß das Regal gleich weg.